willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Let's Play 9. Nicht 8, nicht 7, nein, wir spielen 9. Irgendjemand hat es sich gewünscht in einem Kommentar, und ich habe ja eh noch ein neues RPG Maker Spiel gesucht. Und ich habe mir ein bisschen was angeguckt und oh mein Gott, ich habe jetzt schon Angst. Deswegen habe ich mir weibliche Unterstützung mitgebracht. Wir haben jetzt also schon 4 Argumente. Und zwar die liebe Miss Breakaway. Hi! By the way, Link in der Videobeschreibung, und wir fangen einfach ganz einfach so an. Und ich bin noch ganz gespannt. Oh ja. Achtung, dieses Spiel enthält Blut- und Gewaltdarstellungen. Scheiß Schrift. Konnte man kaum lesen. Intro überspringen. Nein, wir wollen das Intro natürlich sehen. Also diese Warnung, die hat sich schon sehr vielversprechend angehört. Ich kann doch kein Blut sehen. Ich hab doch immer Angst. Ich kann auch kein Blut sehen, ey. Ein Tutut. Ich bekam einen Anruf von meiner Schwester. Sie sagte mir, sie habe das Krankenhaus gefunden, in dem ich geboren wurde. Vor langer Zeit hatten wir dort gespielt, als ich krank war. Sie sagte, Sabrina, du musst dir das ansehen. Ich meine, nach all den Jahren geht von diesem Ort etwas so Mystisches aus. Und erinnerst du dich noch an die Ärzte? Auch wenn es schreckliche Umstände waren, so war die Zeit damals doch wirklich schön. Ich werde kommenden Samstag noch einmal dorthin fahren. Nur um die Klinik zu besuchen und um zu sehen, wie es den Leuten dort geht. Ich bitte dich, komm doch auch. Als Kind war ich krank. Ich hatte Krebs. Schon mit 5 Jahren. Meine Eltern brachten mich in diese Klinik, nahe dem Wald. Meine Schwester und ich waren damals wie gebannt von diesem Ort. Es ging etwas Mystisches von ihm aus. Und noch etwas anderes, etwas Bedrohliches. Und doch waren wir gerne dort. Nun, nach all den Jahren höre ich nun, dass diese Klinik noch steht. Ohne nachzudenken bin ich losgefahren. Ich weiß nicht genau, was ich mir davon erhoffe, doch ich habe es einfach getan. Es wird bald dunkel. Vielleicht sollte ich mich beeilen. Okay, sie hatte Krebs, das ist schon mal, klingt schon mal nicht gut. Tragisch. Aber sie scheint ihn besiegt zu haben. Das ist doch schon mal gut. Nein. Wenn man zu viele RPG-Maker-Horrorspiele spielt, werden die irgendwann nicht mehr. Kriegt man irgendwann nicht mehr Angst davor. Die Klinik ist ein Stück weg von hier. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, sonst muss ich im Dunkeln heimfahren. Seltsam. Ich habe Beths Auto gar nicht gesehen. Ob ich zu früh bin? Hilfe zum Menü anzeigen. Ja, bitte. Mit Escape rufst du das Menü auf. Dort kannst du deine Gegenstände durchsehen, speichern und das Spiel verlassen. Schlüssel werden jedoch nicht im Menü angezeigt. Ebenso müssen Gegenstände nicht über das Menü ausgewählt werden. Weitere Informationen zu 9 findest du in der README-Datei des 9 Ordners. Schön! Wir speichern als erstes. Ey. Und, ja. Was? Nein, ich will das Spiel nicht beenden. So. Oh, das wäre fatal. Du willst es ja aufnehmen. Richtig. Laufen wir einfach hier ein Stück lang. Und, was soll passieren, ne? Vielleicht kommt gleich ein Monster. Oh. Uns kann lediglich was anspringen. Richtig, so aus dem Wald. Wow. Ja, es war nur eine Krähe, ich weiß. Aber trotzdem. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ein Tor. Ein Tor. Das Tor ist verschlossen. Wir könnten auch einfach über den Hügel da klettern und, naja, egal. Das wäre doch zu umständlich, wir brauchen Schlüssel. Das wäre logisch, das können wir nicht machen. Lauf mal halt weiter in die Richtung. Ich finde, hier ist die Klinik. Hospital. Guck mal, da liegt was im Mülleimer. Vielleicht ist es der Schlüssel, den du dafür verbrauchst. Nee, nur Abfall. Ich glaube nicht. Okay. Wie sich das auch gehört. Im Mülleimer. Das ist es?
Die Klinik scheint doch schon seit langem verlassen zu sein. Ein Loch klafft in der Decke. Beth, bist du hier? Merkwürdig. Vielleicht bin ich ja zu früh und sie kommt noch nach. Ich kann mich ja schon mal ein wenig umsehen. Zu dumm, dass ich kein Handy dabei habe. Ja, super. Und wenn mal was passiert, ist sie nicht erreichbar. Eben. Super, Beth. Nee, das ist die andere. Wie heißt unser Charakter? Sabrina. Sabrina. Ja, stimmt. Weil Sabrina. Alte, staubige Kisten. Was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Da liegt ein Zettel. Lesen? Ja, na sicher. Eine Schande. Kann ich lesen? Irgendwas da? Das weiß ich nicht. Da die Brücke der Hauptstraße vor kurzem eingestürzt ist, droht das Ministerium nun unsere Klinik zu schließen. Eine Katastrophe. Haben wir nicht oft genug gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit hier ist? All die Jahre der Anerkennung und jetzt das? Nein, es darf so nicht enden. Es kann nicht so enden. Tim Burton. Okay. Sie wollten also die Klinik schließen. Haben sie anscheinend auch wohl geschafft. Naja, ne? Sieht auf jeden Fall ganz danach aus. Die gruseligen Geräusche ignoriere ich einfach. Das glaube ich am besten. Es wäre definitiv besser, ja. Kann ich nochmal speichern. So, okay. Nur Müll. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Das ist ja klar. Der Fahrstuhl geht nicht. Verschlossen. Okay, dann müssen wir halt wohl oder übel nach oben. Die Treppe nehmen. Was zur? Ein fahrender Rollstuhl. Das sieht aus wie ein Kinderwagen. Fangen wir halt hier da vorne an. Wow, what? Klingt so, als würde jemand gegen eine Tür klopfen. Aber es kommt von unten. Ob das aus dem Keller kommt? Was, wenn dort jemand eingesperrt ist? Boah. Die Schrift ist stark verwischt. Ich kann nicht entziffern, was dort geschrieben steht. Auch verschlossen. Nochmal. What the hell? Was passiert? Hä? Was war das? Ich weiß es auch nicht. Ich will auf jeden Fall. Ich guck erstmal so weiter. Oh, mein Herzchen, ne? Mal ohne Scherz. Okay, 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 ganz ruhig. Alles ist ge... Du schaffst das, Lin. Chillt. Das Bett sieht auch nicht so gut aus. Die Kommode ist leer. Die Tür klemmt. Ja, schlecht. Ach, hier klemmt alles. Ja, ne, also irgendwie alles kaputt und... Ein Fernseher. Ja, wird's nicht mehr. Okay. Ich habe Angst, an dem Ding hier vorbeizulaufen. Ich speichere mal lieber. Es fährt dich sonst nachher an. Wow. Nein, mit dem Ding passiert nichts. Eigentlich. Was ist das hier? Ich glaube, das ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Medipack erhalten. Gut. Jetzt brauchst du nur noch eine Waffe oder so. Das Bett ist völlig verstaubt. Ein alter Fernseher. Was haben wir hier? Der Schrank fällt schon fast auseinander. Ja, prima, cool. Haben wir hier was? Nö. Schade! Okay, weiter, weiter, weiter. Gucken wir in den Kinderwagen. Ein Rollstuhl. Hier war was. Verschlossen. Nur Müll? Ich hab das gehört. Was hast du denn gehört? Ein Knack. Oh nein, Bäder sind nie gut. Da war gerade was am Fenster. Was war das? Soll es ein Spiegel sein oder ein Fenster? Ich glaube, das ist ein Spiegel, oder? Spiegel. Die Tür klemmt. Naja, war klar. Könnte schwören, dass da auf jeden Fall was war. Mach mir keine Angst.
Du weißt doch, was das heißt. Was denn? Hier ist nirgendwo was. Das heißt, wir müssen wirklich wieder in diesen Raum da mit dem Keller, wo irgendwas geklopft hat. Der abnormale Raum. Der abnormale Flur. Genau in den. Die Tür ist leider verschlossen. Das heißt, wir müssen wieder hier oben lang. Achso, das dreht sich ja sicher, der Raum. Und der einzige Weg ist nur eine Tür. Ja. Tja, das ist beängstigend. Ich meine... Angst. Das hält mich alles so an Silent Hill, Mann. Gruselig. Verschlossen. War ja wieder klar. Notizen und Daten sowie Untersuchungs- und Operationstermine. Die geht auf. Knarks. Ach. Was finden wir denn da? Medipack erhalten. Hooray. Nichts, was ich brauchen könnte. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, so viele Medipacks zu kriegen, weil irgendwie, ne? Kann ziemlich schief gehen. Gepumst. Die ist auch dicht. Oh, hier knurrt was. Monster, nein. Ich wollte ja die Nerven behalten eigentlich, ne? So. Rein da. Und, oh Gott. Hier liegt ein Schlüssel. Schlüssel? Möchte den Schlüssel, den wir brauchen. Geh mal einer an. Ein alter Schlüssel. Mitnehmen? Mitnehmen. Kellerschlüssel erhalten. Oder für den Keller. Oh Gott. Ich will doch aber gar nicht in den Keller. Diese Kisten lassen sich nicht öffnen. Gehst du für mich in den Keller? Würde ich ja gern. Wir gehen zusammen in den Keller.